Aber es wäre schon schön, wenn die Leute den Eindruck bekämen, dass wir auf der Bühne verstehen, was wir da sagen. Und es wäre auch schön, wenn sie nach anderthalb Stunden immer noch wach wären. Und wenn diese beiden Figuren, denen wir hier versuchen, Gestalt zu geben, diese David und diese Kate, einander ebenbürtig sein sollen, und das sind sie, dann wirst du, meine Liebe, hier gar nicht doch ein bisschen mehr Gas geben müssen. Oder ich muss auch so spielen wie ein depressiver Kanarienvogel. Ja, es geht in der letzte Vorhang um ein Schauspielerpaar, kein Schauspieler-Ehepaar, ein Schauspielerpaar, das über 20 Jahre lang zusammengearbeitet hat. Und jetzt treffen die beiden nach einer 10-jährigen Pause wieder zusammen, weil Richard, das ist der Mann, Lees, gefragt hat, ob sie nicht seine Produktion retten könnte. Sie ist also die einzige und die letzte wahrscheinlich, die für ihn noch zur Verfügung steht, um dieses Stück, das er geprobt hat, noch über die Bühne zu kriegen. Und deswegen gibt sie ihre 10-jährige Schauspielerpause auf und kehrt quasi zu ihm auf die Bühne als Partner zurück. Früher fandest du glückliche Leute zum Kotzen. Ach, früher wusste ich nicht, wovon ich rede. Ein Abend mit mir allein. Lass mir doch gehen. Ich habe dich 10 Jahre lang nicht mehr gesehen. Dir zuliebe schalucke ich Gift. Hast du sie noch? Wie? Ach, du weißt genau, was ich meine. Nein, was denn? Zeig sie mir. Hast du sie noch? Wenn du sie mir zeigst, dann zeig ich sie dir auch. Dein holzbefeuerten Keramikbrennofen Keramik. Und mit dem ganzen. Mit dem ganzen. Es ist ein Stück der extremen Emotionen. Wenn man sich die beiden Darsteller, vor allem ihn, Richard, ansieht, verkörpert er quasi das Klischee eines alternden Schauspielers, egomanisch, besessen von seinem Beruf, der kaum noch jemand anderes, geschweige denn andere Meinungen zulässt. Der im Kollegenkreis verschrien ist, der auch dem Alkohol zunehmend zuspricht. Also jemand, der auf einem ganz dünnen Grat, auf dünnem Eis sich bewegt und kurz vorm Abstürzen oder auch vorm Scheitern ist dann auch. Wollen wir einfach zusammen ein bisschen spazieren gehen? Wie lange willst du noch da unten in diesem Luxusghetto bleiben? Alles besser, als mit dir zusammen vor die Hunde zu gehen. Die beiden Amerikaner kommen immer noch jedes Jahr zu Wim und Anni und fragen, ob du wieder da bist. Du glaubst du nicht im Ernst, dass ich immer noch essbare Slips trage? Lies, weißt du, was ich da lese? Ist es schön geworden? Lies! Ja? Ich lese Lies! Auf mir steht mein eigener Name auf meiner Schulter. Was steht bei mir drauf? Bei dir steht Wout. Da brechen natürlich ganz alte und verschüttete Emotionen, auch eine Liebesbeziehung wieder auf. Und das in einer sehr raffinierten und extremen Art und Weise, wie wir es sicherlich im Privatleben hoffentlich vielleicht auch so nicht erleben. Hier ganz verdichtet eine emotionale Zimmerschlacht. Hast du davon gewusst? Wovon? Wer hat ihn in Reihe 3 in die Mitte gesetzt? Wen? Was hat der Mann da verloren? Hat er da gesessen? Ich habe ihn gar nicht bemerkt. Hast du das so arrangiert? War das nötig? Nein, ich habe das nicht arrangiert. Es war ein Zufall. Hast du den Eindruck, es ist nicht gut gelaufen? Doch, es ist gut gelaufen. Es ist sogar super gelaufen. Aber muss der da dabei sein? Rick, es waren noch 799 andere Zuschauer da. Ja, aber im schwarzen Loch, da wo sie hingehören.